Ja, Leute, grüßt euch. Hallöchen. Ja, wie wir versprochen haben, wir sind wirklich alles abgelaufen. Könnt's glauben oder auch nicht. Aber wir machen das ja so, haben wir ja schon mal gezeigt. Und wir haben alles gefunden, außer die, ich zeige euch das mal eben kurz, dass wir die alle gefunden haben. Zeige euch das mal. Ja, ich mache auch mal die Karte auf. Wehrpass. Sammelobjekt. Wie ihr sehen könnt. Achso, da müssen wir in den Wehrpass. Also genau. 16 von 19 steht ja da, weil wir die Adler nehmen wir ja euch mit. Alle 5 Briefe, die Geheimnisse, die Dinger haben wir und die Werkbänke. Wir haben alles gefunden. Jo. Nur die Dings zeigen wir euch gleich und hier die 3 Adler, ne? Ja, genau. Die und wir lesen euch die Briefchen vor. Ja. Beziehungsweise wir gehen nochmal durch das Geheimmaterial durch und so weiter ja, und so fort. Ja, wie wollen wir anfangen? Ich muss da unbedingt nochmal zum Schloss gucken. Und Medaillen, warte mal, ich gucke mir mal eben die Medaillen an hier. Ich auch noch nicht. Da gab es auch wieder welche dabei. Also, ich muss euch was sagen. Wir haben ja viel Zeit gehabt, wir sind ja alles abgelaufen, wie gesagt. Und ich muss echt sagen, also ich habe noch nie ein geileres Level gesehen als das. Das ist schon mega fett. Also diese Detailreichtum von der Engine und die Texturen, also es haut mich um. Wenn ihr da allein da oben in dem Ding da seid, ne, mit den ganzen verglasten Fenstern, den ganzen gotischen Verzierungen. Ich zeige euch das nochmal. Ich nehme mal mein Fernglas. Ich zeige euch das nochmal. Guckt euch das mal an. Irre. Wir gucken jetzt ganz nach oben. Da sind diese... Guckt euch das mal an. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Alleine schon, wie weit wir davon entfernt sind und wie detailreich das alles ist. Ja. Selbst hier bei dem Ding, weil ich euch zeige, da ist ja alles, ne, das andere, was ja so grünlich ist, ist ja Kupfer. Mhm. Ja, das ist ja, das wird ja mit der Zeit, wird das ja grünlich. Richtig, Kupfer läuft an, genau. Es ist unfassbar. Ja. Selbst das Dach, schaut euch das Dach an. Also, Hammer. Also, da muss man echt sagen, ich ziehe alle möglichen Hüte, die ich aufhab. Aber ich glaube, Sniper Elite kam jetzt nicht in Unreal Engine 5, ne? Nein. Das war noch 4, ne? Naja, auf jeden Fall, was soll ich jetzt zuerst machen? Also trotzdem, ich muss sagen, geil. Richtig geil. Ja, wir zeigen euch schon mal auf der Karte die 3 Adler und ich sag mal, bevor wir zu dem ersten gehen, fangen wir mal mit 2 Briefchen an. Pass auf, ich zeige euch mal hier. Hier ist der erste. Da haben wir einen. Ich sehe wieder nur 2. Das ist der zweite und da unten. Ach, da oben, ganz oben war der erste. So, wir haben auf jeden Fall alle gefunden. Genau, ja, weiß ich nicht, sollen wir erstmal die Briefe vorlesen? Würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Brief, mit dem ersten Brief an oder so. Fangen wir mit dem ersten Brief an. Also, wir gehen in den Wehrpass, in die Sammelobjekte. Spionageschule. Ich gehe auf die Parkprobleme. Genau. Kunkel. Uns ist klar, dass Fregattenkapitän Seidel von den Kanalinseln anreisen und einen Tag länger als geplant in Frankreich bleiben muss, wenn er seinen Flug verpasst. Das Problem ist uns bekannt. Das gibt ihnen aber noch lange nicht das Recht, mitten auf der Straße zu parken und uns dabei zuzusehen, wie wir uns abmühen, die von ihnen verursachte Blockade zu überwinden, während sie in der Kneipe sitzen und trinken. Sie können gerne versuchen, uns ihren höheren Rang spüren zu lassen, aber nur einer von ihnen ist Fregattenkapitän. Und er ist nicht derjenige, der den verdammten Wagen geparkt hat. Wenn sie das nochmal machen, haben sie ein echtes Problem. Tja. Dann kommt der nächste Brief. Vorsicht, zerbrechlich. Walbel. Wahrscheinlich haben sie es vor dem Verlassen des Depots schon erfahren, aber ich gebe es ihnen noch einmal schriftlich, damit ihr selektives Hörvermögen keine Entschuldigung darstellt. Neben den Lieferungen, die sie heute zur Insel bringen, müssen sie Obersturmbannführer Der Herr Richter. Ach, na okay, da ist ja kein G hinter. Ich hatte gedacht, da wäre noch ein G. Alles klar, Richter.
eine Prioritätssendung zukommen lassen. An den Kontrollpunkten weiß man Bescheid und der LKW, in dem sie sich befindet, wird weder angehalten noch durchsucht. Nach ihrem Eintreffen wird das Personal auf der Insel die Sache übernehmen. Falls das Paket aufgrund ihrer furchtbaren Fahrkünste beschädigt wird, liefern sie bis zum Kriegsende Vorräte in Stalingrad aus. Ja, nix. Wollen wir noch einen? Was denn? Sollen wir noch einen vorlesen? Ja, klar. Ja, wir lesen die Briefe komplett vor. Ach so, okay. So. Dann, ich verpasse meinen Flug nicht noch einmal, Kunkel. Ne? Spionageschule, 30. Mai 1904. Kunkel. Werde nicht wegen Sauers und Richters ständiger Belanglosigkeiten länger als nötig in Frankreich bleiben. Sie müssen mich aus der Besprechung holen, wenn ich zur vereinbarten Zeit nicht fertig bin. Da ich weiß, dass Sie etwas trinken werden, erinnere ich Sie daran, dass das Treffen im Hauptturm stattfindet. Klettern Sie einfach bis zum Glockenturm, Sie können es nicht verfehlen. Ich schwöre, Kunkel, wenn Sie wieder einen über den Durst trinken und das verbocken, suche ich mir einen neuen Fahrer und Ihre Frau muss sich einen neuen Mann suchen. Vermasseln Sie es nicht. Beide. Schon krass, ne? Und das nächste ist der Brief. Es wartet nur darauf, mitgenommen zu werden. Klingt gut. Unser Schiff ist da. Du weißt doch, dass ich die ankommenden Pakete und das Munitionsinventar beaufsichtige. Tja, Möller hat Richter was geschenkt. Der Inhalt war geheim, was bedeutet, dass es etwas Wertvolles sein muss. Möller gibt sich nicht mit billigem Kram ab. Frag nicht, wie ich daran gekommen bin. Jemand aus deiner Einheit sollte mal auf seine Trinkgewohnheiten achten. Aber nun kenne ich den Code von Richters Tresor. Er steht hinten auf dem Brief. Wenn du ihm das Geschenk abnehmen kannst, kenne ich einen Hehler. Dann sind wir fein raus. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will am Kriegsende nicht ärmer sein als vorher. Ja. Schon krass. So, der letzte Brief. Wenn man vor ihrer Einstellung erfährt, geht das nicht gut für sie aus. Brühl, mir ist bewusst, dass sie erst seit kurzem hier sind und nicht wissen, wie alles läuft. Daher gebe ich ihnen eine Warnung. Auf dieser Insel hat das Amt Ausland das Sagen. Aber über uns allen steht Obergruppenführer Möller. Falls er von ihren kleinen Ergo-Problemen erfährt, sind sie im Nu wieder an der Front. Dieses Treffen dürfte das letzte sein. Wenn sie daran teilnehmen, brauchen wir wahrscheinlich kein weiteres. Werfen Sie Ihren verdammten Stolz über Bord, kommen Sie zum Glockenturm der Abtei und nicken, während der Operation Krake besprochen. Richter. Tjo. Dann so, das war die ersten 5 Briefe, ne? Genau, genau. So. Ich würde sagen, ich versuche mal von hier aus den ja, wir gucken uns dann an. Warte mal, ich guck mal eben im Fernglas. Ich den von okay, hier, Sie können. Ob ich den hier treffe. So, da ist er. Bam. Jawohl, der erste ist WECH, der ist weg. Gut, dann würde ich mal sagen, wir laufen schon mal in die Richtung des zweiten. Jawohl. Wo war der denn nochmal? In der Stadt. Tief drin in der Stadt. Okay, wir laufen mal hinterher. Kann sein, dass die Folge vielleicht doch ein bisschen länger wird als geplant. Naja, aber gut, aber... Wir lesen das ja alles. Genau. Wir wollten das. Warum laufe ich eigentlich hier oben lang? Ich will eigentlich da oben. Ich habe keine Ahnung. Aber guck, wir... Ja, wir werden hier gucken, auf jeden Fall. Schaut euch das. Ne, wir werden nicht gucken, aber die. Oh, wenn ich hier allein schon. Oh. Die Leute können gucken. Das ist so geil. Ja. Das ist wirklich total geile Engine und überhaupt. Und die Arbeit, die da drin steckt, ne? Das ist ja unfassbar. Absolut. So, wir laufen jetzt. Wir laufen hier so die Hauptstraße entlang. Das ist ja hier so eine Hauptstraße vom Tor hier hoch. Ja, diese hier. Genau. Es ist so geil, ne? Absolut. Hier auch dieses Auto, ne? Oh, so diese Detailfeinheiten. Hier, schau dich das mal an. Ne? Ah. Ich meine, wir hatten ja, wie gesagt, wir haben ja alles gemacht. Wir haben ja alle Teile, wo wir noch... Weißt du noch, bei Sniper Elite 3? Guck mal hier, jetzt dieses Bild zum Beispiel. Wenn man sich dieses Bild anguckt, gucken Sie mal in meine Richtung.
Na, dann sehen wir da hinten diesen Zitrönen da. Es ist unfassbar, diese Optik. Wie den roten, meinst du? Ja, ja, wie das unter der Unterführung aussieht, ja, dieses, ja. Ah, diese Optik. Mega. Mega. Wir gehen mal weiter. Ja. Ja, und gehen Sie mal vor, Sie wissen ja wohin. Ja, ich glaube, ich hoffe. Es ist Wahnsinn. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt gesagt, wir machen das genauso wie bei allen Teilen, dass wir alles suchen werden. Das haben wir, bei ein oder zwei. Hier müssen wir, glaube ich, hoch. Bei ein oder zwei haben wir das, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Auch hier, wartet mal. Guckt euch mal die Plakate an. Ja, ja, ja. Ja, wir sind so nah da dran und guckt euch das an. Du kannst alles erkennen. Selbst hier an der Mauer, dieses Grünspan und sowas richtig, alles. Richtig, ne? Richtig. Die Moosseite, ne? Unfassbar. Schon unfassbar. Echt toll gemacht. Wie geil das designt worden ist. Ja, hier auch wieder. Absolut. So, wir gehen mal hier durch. Und jetzt müsste eigentlich gleich schon irgendwie der Küm. Oder war der weiter drin? Ich muss mal Ich hab den noch gar nicht durchsucht, den Kameraden. Nee, das kommt immer das kommt immer wieder. Achso. Da kannst du immer wieder dran. So, warte mal. Ich glaube, da ist der nächste. So, ja, mal da oben. Ich sehe ihn, glaube ich. Warte mal. Ach ja, da. Guck Ja. Nee, da komme ich nicht dran. Ja, da muss man einmal hier. Muss ich, glaube ich, hier nach oben gehen. Mhm. Guck mal eben. Da ist von hier aus diesen. Hier könntest du. Ich guck mal. Warte mal. Ja, hier könntest du. Ja, aber ich komm mal zu dir. Weil ich ob der Roxen das hinkriegt? Was meint ihr? Aber guckt euch. Auch hier diese Kirche da, ne? Ach, das ist Wahnsinn. Ich komm mal zu ihnen. Ja. Und ich glaube, dann lesen wir erstmal vor und dann machen wir den zweiten weg. Genau. So, da bin ich. Wo soll er sein? Ich bin direkt vor ihm. Ach, da oben sitzt. Okay. Gut. Einmal hinknien. Und dann lesen wir. Und wer pass auf. Was haben wir denn jetzt? Einmal nach. Jetzt sind wir bei den. Sind jetzt bei den Geheimdingen. Genau. Prioritätssendung. Sobald wie möglich auszuliefern. 30. Mai 1944. Streng geheim natürlich. Sobald wie möglich auszuliefern. 30. Mai 44. Breme. Ich weiß, dass die Tage, an denen diese Treffen stattfinden, immer ein logischer Albtraum. Logistischer Albtraum. Entschuldigung. Albtraum sind. Aber die Operationen des Amts Ausland haben in dieser entscheidenden Phase der Krakenentwicklung Priorität. Allerdings kann ich Ihnen hierbei entgegenkommen. Lehmann hat den strikten Befehl, mir den fraglichen Gegenstand direkt aus dem Lieferdepot in der Abtei unter dem Glockenturm zu bringen. Treffen hin oder her. Ich will den Inhalt des Pakets bis zum Ende des Tages haben. Also, geben Sie ihm einfach und er übernimmt alles weiter. Mit deutschem Gruß, Obersturmbannführer Richter. Dieser Richter, ne? Das ist auch also, ne? Ja, und der nächste ist, mit dem Kraken habe ich nichts zu tun. Mit dem Kraken habe ich nichts zu tun. Auch vom 30. Mai 1944. Obersturmbannführer Sauer, falls nicht Möller persönlich erscheint, werde ich an der Besprechung zu Ihrem kleinen Lieblingsprojekt nicht teilnehmen. Wenn es auch nur halb so bahnbrechend ist, wie Richter ständig behauptet, hat seine Sicherheit oberste Priorität und als Sicherheitschef der Insel werde ich mich dann damit befassen. Selbst nach Beckendorfs brutalem Vorgehen gibt es immer mehr Resistance, Sichtungen und die kennen die Gegend besser als wir. Falls ich dringend gebraucht werde, finden Sie mich im Glockenturm in der Stadt, wo ich unsere Abwehrmaßnahmen plane. Mit deutschem Gruß, Brühl. Ja, diese Krakengeschichte, die verfolgt uns ja schon seit einigen Sachen. Richtig. Der nächste Geheimplan. Strenger Schulungsplan für die neuen Teilnehmer. Auch 30. Mai 1944. Obersturmbannführer Richter. Wie befohlen, werde ich den Rekruten die neuesten von Ihnen vorgeschlagenen Szenarien durchgehen. Werde ich mit den Rekruten. Ich glaube, am besten würden sich heute die eher zivil ausgerichteten eignen.
Ich werde versuchen, die Rekruten mit einer etwas entspannteren Umgebung zu überraschen. Für die Restaurantübung. Richtig, ne? Restaurantübung. Restaurantübung. Hm? Habe ich nicht Resistant, Restaurant. Hm? Habe ich einen Trick auf Lager. Beim Kneipenszenario werde ich sehen, welche Angewohnheiten sie noch ablegen müssen. In ihrer Freizeit sind sie schon das eine oder andere Mal aus der Rolle gefallen. Dann wären da natürlich noch Park und Zeitungsstand. Dafür habe ich schon einen guten Plan. Unsere Teilnehmer werden die Besten der Besten sein. Hauptsturmführer Röhr. Mhm. Da haben wir den, Das war jetzt der, ne? Ja. Reparaturanforderung. Reparaturanforderung, gefährliche Baufälligkeit, sofortige Behebung erforderlich. Auch vom 30. Mai 1944, Hauptmann Brühl. Ich weiß, dass Ihnen Richter und seine ständigen Erlasse in Möllers Namen genug Ärger bereiten. Aber Ihr Lieblingsprojekt genießt schon viel zu lang oberste Priorität. Es führt dazu, dass der Rest von uns zurückfällt. Wir sollten unbedingt die Reparaturen an den Sperren über dem Quergebäude abschließen. Zurzeit muss man schon akrobatisches Können unter Beweis stellen, um dorthin durchzukommen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Sicherheitsrisiko. Wenn man Möller und Richter Glauben schenken darf, steht vielleicht ein Überraschungsbesuch des Führers an. Ich möchte mich nicht damit herumschlagen, wenn er enttäuscht ist. Möchten Sie das etwa? Mit deutschem Gruß, Arnold. Ja, und den letzten erstmal. Die Waffenkammer ist ungeschützt. Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben. 30. Mai 1944. Hauptmann Brühl. Es tut mir leid, dass ich Sie ebenfalls mit Anfragen überhäufe, aber die Sicherheitsmaßnahmen an der Waffenkammer zwischen der Balleverle und den Apartments müssen dringend verstärkt werden. Die dort gelagerte Ausrüstung ist zwar bis auf Weiteres geschützt, aber falls die Resistance wieder mutiger wird, Einsätze in der Stadt durchführt, ist das nicht gerade der beste Ort zum Lagern von Waffen. Hoffentlich ist es nicht zu viel verlangt, einige Wachen beim Eingang der Balliverle postieren, um den Bereich zu sichern. Ich weiß, dass sie jede Menge zu tun haben, allerdings muss sich jemand darum kümmern. Mit freundlichem Gruß, Lose. Der Herr Lose. Der Herr Lose, den Lose, ja. 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 Lose. Ihr kennt auch noch den Lose wahrscheinlich. So, ich schnapp mir jetzt den zweiten. Jawohl, wir gucken uns das an. Okay, einmal zielen. Moment, ich gehe mal auf das. Moment. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind. Jawohl, ich bin soweit. Da ist er. Ich ziele und rallebum. Bams, da ist er weg. So, jetzt schnappen wir uns den letzten, lesen den Rest vor und dann verlassen wir die Geschichte. Genau. Sie wissen, wo es lang geht? Jawohl. Ich folge Ihnen. Jawohl. Sie sind zu schnell, warten Sie mal einen Moment. Jawohl. So, weiter. Wir haben es bald geschafft, Leute. Jawohl. Jawohl. Sind Sie sicher, dass Sie da in der richtigen Richtung Jawohl. Sind? Jawohl. Jawohl. Jetzt gehe ich wieder an dieser schönen Kirche vorbei. Oh. Können wir da nicht nochmal einen Blick reinwerfen? Wo? In die Kirche? Oh, die ist so toll. Nein, das haben die Leute schon gemacht. Oh, es ist so toll. Wie geil das aussieht. Mm. Unfassbar. Aber wir müssen noch fast da lang. Aber nur fast. Aber wir haben immer noch nicht verstanden, wofür der blaue Kreis ist. Ja, das haben wir auch noch nicht verstanden, das stimmt. Das werden wir auch nicht verstehen. Ja, wahrscheinlich nicht, weil da ist ja nichts. Aber wir haben noch Gegner, glaube ich. Das stimmt allerdings. Da ist der letzte. Und bevor wir den machen, gucken wir uns jetzt mal diese versteckten Gegenstände an. So sieht's aus. Also, wieder mal... In den Wehrpass. In den Wehrpass. In die Sammelobjekte. Und... Da sind wir. Die Spionageschule. Los geht's. Sie fangen an. Diesmal oder soll ich? Moment, wo sind sie? Da waren wir doch schon, oder? Du musst die Kriegsmarinen... Ja, genau. Der Kartensatz für das Spielquartett.
Ach so, das kann man gar nicht vorlesen. Nee, das ist ein Kartensatz für das Spielquartett. Die Truppen brauchen etwas Zerstreuung, ein paar Stunden damit und eine Flasche Schnaps würden helfen, die Moral aufrechtzuerhalten. Offenbar sind einige Varianten dieses Spiels im Umlauf. Ich habe eines für hochrangige Offiziere gesehen, das den Führer höchstpersönlich enthält. Dieser Satz basiert jedoch auf der deutschen Kriegsmarine. Nicht schlecht, aber ich bevorzuge Happy Families der Briten. Dann haben wir den verzierten Kompass. Richters verzierter Kompass. Ein Kompass, offenbar ein Geschenk von Möller an Richter. Viel zu verziert für den Einsatz im Feld und eher als eine Belohnung oder ein Zeichen der Wertschätzung. Allerdings ist er nicht alt, sondern anscheinend eine Spezialanfertigung. Offiziere tragen sie häufig als Instrument und Statussymbol bei sich. Aber dieser hier ist etwas Besonderes. Ich frage mich, was die beiden Mistkerle zusammen gemacht haben. Genau, und dann haben wir hier noch die Heeresvorschrift der Deutschen für verdeckte Einsätze. Das ist auch nochmal, was man finden konnte. Und zwar dieses vom Auslandsgeheimdienst an nicht in Deutschland operierende Spione herausgegebene Buch enthält alle Arten von Tipps und Tricks. Die SOE, weiß ich jetzt nicht, haben... Moment, wo steht das? Die SOE haben etwas Ähnliches, was? Haben etwas Ähnliches, das ich natürlich wie jeder gute Geheimagent bereits studiert habe, wahrscheinlich britisch oder sowas. Es dürfte interessant sein, herauszufinden, was die Nazis anders machen als wir. Vielleicht kann ich sogar noch das ein oder andere lernen. So sieht's aus. So, jetzt gucken wir noch einmal. Da ist die Gewehrbank. Hier haben wir die drei Adler. Da ist die MP-Bank. Genau, da können wir auch noch mal eben reingucken. Und die Pistolenwerkbank. Genau. So, Sie haben die Ehre, den letzten Adler zu holen. Okay, dann werde ich mir... diesen Adler mal. Ich hole mir mal eben schnell mein Fernglas. Ich muss mal. Da ist er. Da ist er. Also bitte, Sie dürfen. Okay, ich werde. Oh, treffe ich den überhaupt? Da ist er. It's all about the training. Jawohl. So, der und jetzt weg. Müssen wir das Ganze abschließen und da haben wir noch ein paar Gegner da unten. Das macht aber jetzt nicht. Warten Sie mal einen Moment. Also wie gesagt, die Folge wird ein bisschen länger, ja, weil wir das mit euch abschließen wollen. Ganz klare Geschichte. Aber wir müssen erstmal hier runter. Ich muss hier. Hä? Wir müssen runter wieder. Ja, wir müssen hier durch. Nein, da nicht. Doch? Nein. Doch, da ist die Tür auf. Warte mal, dann geht doch hier runter. Warte mal, ich guck mal eben. Da kommen sie nicht hin. Oh, schade. Doch, hier kommt man runter. Da kommen sie nicht hin, glauben Sie es mir doch, Herr Ochsen. Glaub Ihnen das nicht. Ja, wir sind ja hier so viel rumgelaufen. Kommen Sie jetzt nach oben. Sonst suchen Sie mich gleich wieder wie doof. Hier kommt man ganz runter. Nein, da kommen Sie nicht hin. Warten Sie, ich guck mal. Ich glaube das mir nicht. Ich möchte gucken. Ach, wir können ja hier mal ein bisschen looten noch. Der glaubt es mir nicht. Nein. Ich glaub's nicht. Ich gehe mal runter. Orientierung war noch nicht ihr Ding. Ich will das unbedingt wissen. Ja, aber sie kommen da nicht hin. Doch, hier kommt man raus. Nein, aber nicht hier hin. Ich bin doch schon draußen. Wo sind sie denn? Ja, draußen, da wo ich hin muss. Echt? Sollte ich mich so vertan haben, dann nehme ich alles wieder zurück. Da kannst du aber für, dass du dich vertan hast. Sie sind geradeaus durch und dann runter, ja? Ja, immer runter, immer runter. Immer runter. Immer runter. Aber ich hätte schwören können, dass man da nicht hinkommt. Ja, ja, sie schwören immer, aber sie schwören immer total verkehrt. Also, das ist das Problem. Das finde ich jetzt nicht nett, was sie sagen. Aber ich markiere schon mal die Kameraden hier. Ja, die sind die nicht schon markiert? Okay. Einmal. Oh, ich finde diese Optik hier so toll, ne? Ich hab's Ihnen gesagt, Sie müssen auf jeden Fall runterkommen. Ja, weil hier geht's komplett runter. Ja, jetzt haben Sie mal wieder recht. Natürlich habe ich mal wieder recht. So. Ich muss aber noch einmal in den Wehrpass, damit wir den letzten Adler noch sehen. Dann ist das mir auch weg. Den haben wir doch jetzt. Ach so. So, 19 von 19, ihr habt's gesehen. Da ist der letzte Adler. Wir haben alles gefunden. So, jetzt kümmern wir uns um den letzten Rest. Jetzt werden wir die ganze Sache hier beenden. Genau. Sind Sie bereit? Ich bin soweit bereit. Und dann kommen Sie mit. Gehen Sie denn jetzt schon wieder runter? Ja, hier. Oh.
Nee, da will ich aber nicht. Ich will nicht fallen. Nee, brauchen sie nicht. Dann bin ich nachher noch tot. Ich hab nämlich... Oh, ich häng schon wieder hier unten. Also, bin unten? Ich muss hier an dieser Leiter, genau. Und rutsch. So, ich habe jetzt leider keine Schallgedämpfte mehr, aber ist auch jetzt scheißegal eigentlich. Naja, das werden wir gleich sehen, ob das scheißegal ist. Da haben wir einen. Ja, das ist aber nur einer. Wir wissen nicht, ob das auch bei einem bleibt. Nee, wir haben, glaube ich, 4 Stück oder so, hatte ich beim letzten Mal beobachtet. Kommen Sie, wir gehen einfach weiter. Ja. Wie gesagt, die Folge wird länger, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe 4 Stück gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Die jetzt nur gesehen haben, aber wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Und wenn ich den Hoxen wiederbeleben muss. Ja, sicher. Das sieht so toll aus hier, ne? Da ist der Erste. Wo ist er denn? Da ist der Erste. Ja, der Erste ist sowieso da. Aber ich sehe auch keinen anderen mehr. Ja, die sind weiter hinten. Soll ich? Darf ich? Was? Nee. Sie wollen leise. Ja, dann holen sie sich ihn jetzt. Du kannst den wegmachen, wenn du willst. Okay. Zack. Say I'm your number one, ne? Jetzt gucken wir mal. Ich habe gerade irgendwas gehört. Da wird es gelb. Ja. Wir schauen jetzt mal, wie viel da noch kommen. Ja gut, das können wir natürlich auch nicht wissen. Kann ja sein, dass welche noch im Inneren... Guck mal, da hinten schon wieder. Oh, ist das so, seht ihr das? Oh. Gucken Sie mal einen vor. Da kommen sie rangerannt. Da kommt einer. Markieren. Ja, ich bin dabei. Und zwar der Heinz Erl, der will eigentlich Arzt werden, kann aber kein Blut sehen. Dann haben wir noch den Hannes Weiz, der singt als Tenor im Kirchenclub. Du nimmst den vorderen, nicht den hinteren. Ja, die sehen uns. Ja, dann schieß doch auf die! Okay. Against my orders. Nummer 1. Nummer 2. Beide weg. Vorrücken. Jawohl. Werfen immer ein Auge nach oben. Ja, habe ich auch. Wie gesagt, ich war in der Meinung 4 Leute. Sind du, da ist ja nur noch ein. Hier ist aber alles rot. Vom Wasser auch. Oh ja, hier unten ist auch noch was. Stimmt, da drüben müsste noch einer rumlaufen. Der kommt. Ich sehe ihn aber gerade nicht. Aber ich habe ihn gesehen. Das reicht, wenn ich ihn gesehen habe. Ich habe da gerade was gesehen, aber irgendwie nicht richtig. Ach, da ist er. Ja, ich sehe ihn. Oh, da war aber nicht getroffen, hören Sie mal. Erst mit dem zweiten Schuss, dann wollen wir aber noch verbessern, ne? Looten Sie? Ja. Ich werde der Möwe mal zukacken, zugucken. Wollen Sie der Möwe zukacken? Nein, ich habe mich versprochen. Was ist mit Ihnen los? Was stimmt denn mit Ihnen nicht? Nein. Also das ist alles noch gelb da hinten, ne? Kommen Sie mal. Ja, ich komme jetzt in Ihre Richtung. Ich werde den mal hier looten. Got it all. Yes. Ja, wir sind ja lange noch nicht durch hier. Aber wie gesagt, ihr bleibt jetzt dabei. Genau. Die Folge wird dann eben halt ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Ein bisschen ist gut. Wir sind jetzt noch was für eine halbe Stunde da. Oh, das macht hier nichts. Haben wir auch noch einen? Okay, wir gehen weiter. Mal lieber meine MP in der Hand. Und hier in dem Gebäude muss... Hier oben ist alles gelb. Ja, hier haben wir noch einen Zugang, seht ihr? Und da müssen wir hin. Da ist unser Ausstiegspunkt. Irgendwie sind hier noch Gegner. Ah, er hat gesagt, hier der sucht uns. Oh, da ist er. Da ist er. Sehen. Okay. Down. Da ist noch was Rotes. Wahrscheinlich hier oben. Gehen wir mal hin. Wir müssen auch noch ins Gebäude. Wahrscheinlich jetzt hier hochkommen. Ja, immer drauf. Da ist er. Sehen. Der rennt da hinten. Das ist ein Sniper. Jawohl. Oh. Das war nicht nett. Ein Hodentreffer.
Das müsste es gewesen sein. Gehen wir jetzt erstmal hier oben noch einmal kurz durchs Gebäude. Genau. Wir schauen uns das eben einmal an. Das war der Gliedverkleinerer. Guckt Freunde. Euch das an. Ihr braucht nur reingucken. Ihr braucht nur da reingucken. Ich habe schon gezeigt. Boah, guckt euch das an. Das ist so unfassbar, wie geil das ist. So die ganze Architektur, so mit den Holzbahnen. Guck mal, selbst hier oben haben sie noch ein. Ja. Guckt euch das mal. Das muss ich einfach. Guck mal, wie schön hier. Kommen Sie jetzt. Oder. Oh. Da unten ist unser Ausgangspunkt. Ja, warten Sie, der Tabernakel. Ach nee, ist nicht der Tabernakel, der ist ja. So, kommen Sie mal mit, wir gehen mal in das andere Ding rein. Ist ja kein Tabernakel. Komm mit. Ja. So, wir gehen jetzt nochmal da lang, weil wir müssen ja unten in das komische Boot da rein. Genau. Warum da kommen wir ja nur von da hier rum. Das ist doof. Da kommen wir nur von da oben ran. Genau. Aber hier können wir auch das dann ja gleich rein. Boot? Ach, da unten. Ah, ja. So, einmal durchsuchen. Gucken, was hier noch ist. Ja, so, ich suchen Sie mal. Got everything. Oh, hier ist nichts mehr. Nichts mehr Geheimes oder so. Nee. Hier geht's noch runter. Da können wir auch runtergehen. Ja, machen wir gleich auch. So, dann würde ich mal sagen. Wir gehen da runter. Wir gehen jetzt da runter. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ah, Sie wollten mir den Vorrang lassen, ne? Ich finde das nett von Ihnen. Hier liegt nämlich auch noch ein eigentlich wollte ich das nicht. Erste Hilfe. Oh, ich bin tot gleich. Oh, hier liegen noch Briefe. Kleine. Muss mich mal eben kurz heilen. Warten Sie mal, ich habe wieder Scheiße gebaut. Warten Sie mal. Ja, muss mich eben kurz heilen. Aber seht das? Das sieht doch total toll aus hier. Guck mal. Wir können hier sogar ans Wasser gehen. Ja, also ich finde das hier reicht. So richtig schön. Guck mal. Hier kommt ja nichts mehr. Guckt mal. Hier können wir auch langlaufen. Ja, da müssen wir aber nicht hin. Ja, ich sag ja nur, hier kann man langlaufen. Ist doch schön hier. Dann kann man hier langlaufen. Hier. Kommen Sie wieder zurück? Oder? Seht ihr? Und hier kann man reinlaufen. Guckt mal, wie geil das aussieht. Man kann hier wirklich ins Wasser gehen und hier kann die Grotte sich angucken. Und dann hier ist noch eine Nachschubtasche, die man nehmen kann. Seht ihr? Toll. Einfach nur toll. Warten Sie, ich komme wieder zurück hier durchs Wasser gewartet. Herr Hoxton ist immer so ein Mensch, der liebt gut dargestelltes Wasser. Guck mal, sogar die Beine doch, die werden das. Ja, das Problem liegt einfach daran, weil Wasser eigentlich sehr, sehr schwer ist darzustellen. Ja. Und das sieht schon geil aus. Schon toll, ne? Also die Einzelnen, die das auch richtig geschafft haben darzustellen, ist komischerweise bei Sea of Thieves. Mhm. Muss man ja ganz ehrlich sagen, das sieht ja richtig geil aus. So, aber wir machen jetzt einen Abgang hier. Ja, mit der Unreal Engine 5 wird das Wasser auch eine ganze Augenweide werden. So, ja. Hier haben wir noch die Breakstange, aber wir müssen ja hier raus. Ne, aber nicht hier. Sind Sie sicher, dass es da lang geht? Einmal unter der Brücke durch und dann auf die andere Seite. Nein, brauchen wir doch nicht. Ja, klar. Nein. Nee, müssen wir nicht. So. Die können das machen, aber naja, sie wollen das ja. Einmal hier. Oh. Oh. Hier geht's gar nicht lang, Herr Höchsten. Ich hau Ihnen eine rein, ehrlich. Sie sind so dumm. Ja, aber ne? ich möchte mir hier. Ja, Sie sind ich dumm, möchte mir einfach. Dieses Gelände hier einfach mal angucken. Ja, können Sie schön. Ja mal. Sie, bleiben Sie da, ich gehe zum Boot. Ich hau ab. Ich aber so dumm, er kommt hinter mir her, wisst ihr? Ja, weil du dumm bist. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Wollen Sie hier durch? Dumm halt, ne? Einfach nur dumm halt. Dann müssen wir wieder nach üben. Ja, sicher. Üben. Sind Sie sich sicher? Ich glaube nämlich nicht, dass das hier weitergeht. Mann, ja! Ja, ist ja gut. Boah. Dann klettern wir mal hier runter. Oh, was geht die mir auf den Keks teilweise, Leute? Das ist nicht mehr normal. Wie kann man einen so auf. Und dann gehen wir hier zum Bötchen. Bei den Möwen. Bei was? Bei den Möwen! Komm nicht runter, das ist mein Problem. Oh, die Möwen. Bababababam. So, Freunde. Ja, ich würde sagen, dann werden wir jetzt das Bötchen schnappen und hier ab. Oh, das sieht und werden uns die Wolken verabschieden hier. Hier. Gucken sich die Wolken an, wie toll das ist. Ja. Boah. Wir haben es geschafft. Jawohl. Wir haben alles gefunden. Ladies also ab first, geht's. Ich weiß, danke schön. Ja, gehen Sie mal vor. Und dann machen wir mal Gebiet verlassen.
So sieht's aus. So, jetzt nichts machen. Bei mir hängt wieder alles. Machen Sie nichts. Wir warten jetzt, bis sich dann wieder beruhigt hat hier. Oder ich muss auf die Leertaste drücken, aber im Moment passiert gar nichts. Im Moment. Ah, jetzt geht wieder. Fairburn executed successful infiltration and exfil of Beaumont Saint-Denis. Der Schatten war in Beaumont Saint-Denis und wir haben ihn verloren? Wahrscheinlich. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, dass er von der Fabrik in Matressac weiß. Verdoppeln Sie die Sicherheit. Die Fertigung muss laufen. Operation Krake wird nicht durch einen einzigen Mann gefährdet werden. Ziel abgeschlossen. Alle Ziele abgeschlossen. Und eine neue Waffe freigeschaltet. Ja. So wie die Teilmantelmunition. Genau. Munition. Der Krake erwacht eine Medaille. Und ein Rangaufstieg. Genau, den Technical Sergeant. Technical Sergeant Mark II. Jawohl. Yo, ich gehe mal auf weiter. Mhm. Oder nicht? Ja, doch. Wir können ja schon mal einen kleinen Vorgucker machen. Hier ist der Einsatzbericht. Ja, den habe ich hier auch. Das, was wir alles gemacht haben, entdeckte Körper. Einmal Alarm haben wir ausgelöst. Ja, 46 entdeckte Körper, Entdeckungs... Dann Kills habe ich 83. 95. Ja. Bewusstlose Feinde, einer. Einer, ja. Eine verschonte, okay. Markierte, leider keine. Genau. Wir gehen mal weiter. Getötet. Fortsetzung in 3, 2, 1. Hast du nicht gesehen? Ja, und da sind wir wieder im Bild. So, das ist die. Das nächste ist die Rüstungsfabrik. Genau. Und. Ja, wie das dann hier weitergeht, Leute. Seht ihr in der nächsten Folge. So sieht's nämlich aus. Erstmal Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Rüstungsfabrik. Genau. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.